Die Formel-1-Saison 2018 ist im vollen Gange und die Gerüchte um die Cockpits für das nächste Jahr laufen wie gewohnt auf Hochtouren. Spox verschafft euch einen Überblick zum Fahrermarkt in der Königsklasse. Bei 10 Teams sind insgesamt 20 heiß begehrte Cockpits zu vergeben. Während manche Fahrer auch für die Saison 2019 fest im Sattel sitzen, ist die Zukunft von anderen ungewiss. Red Bull Daniel Ricciardo wechselt zu Renault, Pierre Gasly kommt, während Max Verstappen seinen Vertrag bei Red Bull bis 2020 verlängert hat, läuft das Arbeitspapier von Daniel Ricciardo zum Saisonende aus. Das österreichische Team wollte ursprünglich verlängern, Ricciardo entschied sich letztlich aber den Rennstall zu verlassen und wechselt zur kommenden Saison zu Renault. Dort wird er Carlos Sainz Jr. ersetzen. Als Ersatz steigt der aktuelle Toro Rosso-Pilot Pierre Gasly zu Red Bull auf. Das haben beide Rennställe mittlerweile offiziell bestätigt. Hamilton und Bottas verlängern bei Mercedes. Sicher ist, dass Lewis Hamilton auch in den Saisons 2019 und 2020 im Cockpit von Mercedes sitzen wird. Der Brite hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag erwartungsgemäß verlängert. Ich bin seit über 20 Jahren ein Teil der Mercedes-Rennsportfamilie. Ich war noch nie so froh wie jetzt. Wir haben auf und neben der Strecke die gleiche Wellenlänge. Ich freue mich, in der Zukunft noch mehr zu gewinnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Mercedes das richtige Team für die kommenden Jahre ist, sagte Hamilton. Auch Teamkollege Valtteri Bottas bleibt dem Team erhalten und verlängerte seinen Vertrag bis 2019. Mercedes hat zudem die Option auf ein weiteres Jahr. Das Team kennt meine Leistung, und der Vertrag ist ein großartiges Zeichen für das Vertrauen in mich und mein fahrerisches Können. Ich will weiterhin Leistungen auf hohem Niveau zeigen und so die Entscheidung des Teams für 2020 zu einem Kinderspiel machen, sagte Bottas. Ferrari, Charles Leclerc statt Kimi Räikkönen. Dass Kimi Räikkönen seine besten Zeiten hinter sich hat, weiß wohl auch der treueste Fan des Icemans. Entsprechend endet seine Zeit bei Ferrari wohl nach der Saison. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat sich die Scuderia auch schon auf einen Nachfolger geeinigt, Charles Leclerc. Der Ferrari-Youngster fährt seit Saisonbeginn für Sauber und überzeugt dort mit einem starken Auftritt nach dem nächsten. Sebastian Vettel hat sich dem Vernehmen nach zwar für einen Verbleib von Räikkönen ausgesprochen, doch der italienische Rennstall hat wohl anderes vor. Leclerc könnte einen Vertrag bis 2020 unterschreiben. Fernando Alonso verlässt Formel 1. Sainz wird Nachfolger, hat sich angebahnt. Mittlerweile ist es offiziell, Fernando Alonso fährt 2018 zum letzten Mal in der Formel 1 und wird seine Jagd nach der Triple Crown wohl in der IndyCar Series fortsetzen. 2017 fuhr er beim Indy 500 mit, 2018 gewann er mit Toyota beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Nachfolger bei McLaren wird Sainz. Der Renault-Pilot kehrt Red Bull damit endgültig den Rücken und wird versuchen, die großen Fußstapfen seines Vorbilds Alonso zu füllen. McLaren, Lando Norris vor Formel-1-Debüt. Ein heißer Name auf dem Fahrermarkt ist McLaren-Youngster Lando Norris. Der 18-Jährige gilt als großes Talent und könnte Stoffel Vandoorne beim englischen Rennstall ersetzen. Alternativ könnte Norris auch im Toro Rosso Platz nehmen. Formel-1-Fahrer 2018 Fahrerfeld und Teams im Überblick. Teamfahrer-Fahrer Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Ferrari Sebastian Vettel Kimi Räikkönen Red Bull Max Verstappen Daniel Ricciardo Force India Sergio Perez Esteban Ocon Williams Lance Stroll Sergei Sirotkin Anno Nico Hülkenberg Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Pierre Gasly Brendan Hartley Haas Romain Grosjean Kevin Magnussen McLaren Fernando Alonso Stoffel Vandoorne Sauber Marcus Ericsson Charles Leclerc.